Cosmo Radio Café. Bewusstsein. Cosmo Radio Café. Neue Zeit. Cosmo Radio Café. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Sendung Cosmo Radio Café. Wir sind ein Cosmo Radio Café in der Cosmo Lounge in Salzburg Süd und wir treffen uns aber privat dort nur zur Aufzeichnung dieser Sendung. Heute haben wir das Thema die eigene Geburt als Ressource neu erleben. Und dazu haben wir eingeladen Renate Eschenlohr. Hallo Manu, vielen Dank für die Einladung. Und die Angelika Zeske. Ich danke auch für die Einladung und ich freue mich. Und wie immer sind wir am Mikrofon. Mein Name ist Manu. Ich bin der Klaus. Und die Vivi. Und der Kato, euer Zeitreisender. Also bevor wir in das Thema reingehen, möchte ich noch erwähnen, wir haben Radiogäste, also die zum Radiocafé kommen. Und wer wirklich Interesse hätte mal, kann sich auch anmelden. Dann kann er das über Mail machen. cosmoradiocafé@yahoo.com. Ich schreibe das auch nochmal drunter und dann kann man sich dort als Gast anmelden, wer Interesse dazu hätte. Wir haben einen regelmäßigen Termin im Monat. Jetzt kommen wir zu dem Thema eigene Geburt. Ich denke mal, alle Anwesenden sind betroffen davon. Ich nicht. Ich nehme meinen nächsten Monat als Geist dran. Wenn man sich den Satz, die eigene Geburt als eigene Entstehungsgeschichte, als Ressource neu erleben, dann kommt man ja schon in dem Begriff in die eigene Entstehungsgeschichte vor die Geburt, oder? Verstehe ich das falsch? Du verstehst es tatsächlich absolut richtig, denn die Geburt fängt ja nun mit der Empfängnis an. Dann geht es um die Schwangerschaft und das nächste ist die Geburt. So, das sind drei sehr große Themen, mit denen wir heute sprechen wollen. Also um Empfängnis geht es, um die Geburt und? Empfängnis, Schwangerschaft. Die Schwangerschaft, also die Entstehungsgeschichte wird durch diese drei Punkte umspannt, kann ich das so sagen? Ja, genau. Es geht, wie gesagt, um die eigene Geburt, nicht um jemand, der schwanger ist, sondern unsere eigene Geburt. Und das heißt, wie lange beschäftigt ihr euch schon mit dem Thema? Also ich habe das erste Seminar für mich persönlich in meiner Ausbildung gemacht, 2010, also vor 9 Jahren, und habe in diesem Seminar so weitreichende und tiefgehende Erfahrungen über mich selbst machen dürfen, weil ich zu dieser damaligen Zeit keinen Kontakt zu meiner Mutter hatte. Das heißt, ich konnte niemanden fragen oder auch nicht mich rückbestätigen, denn es gibt ja auch in diesem Seminar einen gewissen Fragebogen. Ja, also ich musste mich ganz auf mich verlassen, auf mein Gefühl, und habe hier wirklich diese Erfahrung machen können und dürfen, dass wir diese Früherinnerungen in uns gespeichert haben und dass diese nicht verloren gehen. Und konnte 2 Jahre danach mit meiner Mutter nochmal über das sprechen, wo sie mir meine Empfindungen bestätigt hatte. Und das war für mich natürlich die Öffnung auch der Türe, das noch viel mehr in diese Welt bringen zu wollen, weil es so eine unheimlich wichtige Ebene in unserem Leben ist, denn es ist grundsätzlich die Basis. Es ist die Basis, aus der wir entstehen, und es ist die Basis auch unserer Grundstimmung im Leben. Und das ist das, auf was wir natürlich jetzt vielleicht noch dann ein bisschen näher eingehen können. Diese Grundstimmung, die sich bei der Empfängnis oder während der Schwangerschaft bildet, die uns doch unser Leben lang begleiten kann. Danke, das ist 9 Jahre jetzt. Du beschäftigst dich wie lange damit, Angelika? ATMAN, der österreichische Atemverein, hat nun 2014 angeboten, dass das Geburtsseminar als Ausbildung gemacht werden kann, und wir haben uns angemeldet und dementsprechend haben wir 1,5 Jahre an dieser Ausbildung gearbeitet und haben dann dieses Geburtsseminar hier in Salzburg angeboten. Und auch schon in Bulgarien, aber in Salzburg haben wir das bestimmt schon 5-mal, 6-mal gemacht, dieses Geburtsseminar. Und gibt es jetzt eine bestimmte Methode, nachdem dieses Seminar arbeitet, oder? Naja, es ist so, das Seminar ist vor circa 25 Jahren in Australien entwickelt worden und wurde von einer Therapeutin nach Österreich geholt und hier noch weiterentwickelt. Also das Seminar an sich hat feste Elemente, aber es ist kein statisches Seminar. Ja, es ist im Grunde auch wie eine Schwangerschaft.
Schwangerschaft und eine Geburt ist. Es verläuft nicht immer alles genau nach Plan. Es entwickelt sich weiter. Aber es gibt natürlich feste Elemente in diesem Seminar. Das heißt, es gibt Regressionen oder Rückführungen in unseren Gedächtnisraum, in unser Zellgedächtnis, und das ist schon die Basis dieses Seminars. Es geht von dem Glauben aus, dass unsere Zellen ein Gedächtnis haben und dass wir in unserem Fall über den Atem, über eine bestimmte Atemtechnik, Zugang zu diesen Informationen erhalten können, diese öffnen. Da gibt es natürlich feste Elemente in diesem Seminar. Ja. Und das heißt, ihr habt das ja beide schon auch gemacht. Du hast das für dich auch gemacht, Angelika? Auch in der Ausbildung habe ich es gemacht, ja. 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 Und das heißt, ihr habt jetzt etwas erfahren über euch durch diese Geburtsrückführung, das, was vorher euch nicht klar war. Ist das so? Nicht nur klar war, auch gar nicht bewusst war. Wenn es zum Beispiel um die Empfängnis geht und wir gehen in die Empfängnis hinein, bestimmte Techniken und dementsprechend auch in dieses Gefühl, was in uns gespeichert ist, was in dem Fall ja zwischen den Eltern passiert war. Und das war für mich wie eine Erleuchtung, kann ich jetzt mal sagen, dass da ein Gefühl da war, dass ich zu meinen Eltern nicht als meine Eltern hatte, sondern als Mensch. Und es war für mich sehr berührend und sehr wunderbar im Grunde genommen. Nachdem ich ja meinen Vater nicht kennengelernt habe, weil er vor meiner Geburt schon gestorben ist. Insofern war das für mich noch viel tiefer und berührender für mich persönlich. Ja. Wolltest du was fragen, Klaus? Ich kann mir das gar nicht so leicht vorstellen, dass man da zurückgeht zu dem Zeitpunkt der Zeugung, der eigenen Zeugung. Ich weiß nicht, ob wir da kurz verbleiben können, aber das ist eigentlich in unserem Alltag und unserem Alltagsdenken eigentlich gar nicht vorhanden, dass man dort zurückgehen kann. Und es wird sicher auch verdrängt und so weiter. Mit Atemtechniken kann man da zu dem Zeitpunkt zurückgehen. Ja. Also der Atem ist nur die Technik. Da kommen natürlich mehrere Ebenen jetzt zusammen. Das eine ist, dass eben die Basis das Zellbewusstsein ist, von dem aus dieses Seminar ausgeht. Ja. Und dann kann man sich das vorstellen, das sind natürlich Momente in der Entstehung eines Menschen, wo ja noch ewig lange kein Gehirn angelegt ist. Das heißt, diese Ebene in unserer Erinnerung kann gar nicht in einem Alltagsbewusstsein sein. Das ist einfach unmöglich. Das ist eine so tief abgespeicherte Erinnerung in uns. Und dann kommt noch dazu, dass es ja die Geschichte des Spermiums gibt, die von der väterlichen Seite her sehr viel Erinnerung des Lebens des Vaters und dessen Familie trägt. Und die zweite Seite ist die Eizelle, die die Mutterseite die Erinnerungen speichert. Man muss sich vorstellen, dass in die Eizelle, die zum Beispiel jetzt, aus der du entstanden bist, Klaus, schon in deiner Großmutter angelegt war, über Jahre. Das heißt, alles, was unsere Großmütter schon erfahren haben, ist in viel natürlich abgeschwächter Form, ja, aber es ist bis in die Eizelle schon durchgedrungen, aus der du dann entstanden bist, und unsere Großmütter waren Kriegsgenerationen, und dann spielen wieder auch gesellschaftliche Themen dazu. Wie haben die Männer erlebt? Was haben die erfahren? Was wurde über die Mutter und dann an dich weitergegeben über die Eizelle? Und die beiden Zellen verschmelzen zu einer sogenannten Urneustammzelle, also etwas komplett Neues wird kreiert bei der Entstehung von einem neuen Menschen oder von einem neuen Wesen. Das heißt, zwei Wissensbaumstämme, wenn ich das jetzt so als Vergleich ein bisschen hernehmen darf, verschmelzen zu einem neuen, komplett neuen Baumstamm. Und aus diesem heraus passiert natürlich dann Entwicklung. Ja? Und es gibt Theorien, und das ist einfach sehr individuell auch zu sehen, aber es gibt Theorien, die sagen, so wie wir unsere Empfängnis erlebt haben, ganz tief in unserer Zelle, das ist die Grundmelodie unseres Lebens. Da war ich mal wo in einem Vortrag, die hat anhand von Kindern sagen können, ob die künstlich befruchtet worden sind, ob die mit Freude befruchtet worden sind. Also die hat anhand der Kinder das festgestellt, wie die Befruchtung stattgefunden hat. Dass das sogar ein Fremder erkennen kann, wenn der ausgebildet ist. Ja, natürlich. Das ist, wenn man in die Materie, in die Tiefe geht, dann macht es einfach
einen unheimlich großen Unterschied für unser Leben, wie wir empfangen worden sind. War es liebevoll, in Liebe, in Hingabe oder war es mit Gewalt oder mit Ablehnung? Das sind Grundgefühle oder Emotionen, die mitgenommen werden. Und natürlich ist es so, dass sehr vielschichtig ist. Es ist nicht nur das Einzige, aber es ist halt eine unserer zentralsten und tiefsten Erfahrungen. Dadurch, weil du das vorhin erwähnt hast, Klaus, wegen dem Gehirn, dadurch, dass unser Gehirn ja erst so am 22. Tag der Schwangerschaft beginnt, überhaupt zu wachsen, kann das gar nicht in unserem Gehirn abgespeichert sein, von der Erinnerung her. Und daher ist es noch umso wichtiger. Und ich möchte dazu sagen, die Pränatalpsychologie, die gibt es ja erst so jetzt offiziell ungefähr seit den 80er Jahren, also circa seit 40 Jahren. Das heißt, da wurde ja ein ganz, ganz neues Tor auch zu einer Wissenschaft eröffnet, die noch so unerforscht in Wahrheit ist. Ja, also man nähert sich überhaupt jetzt erst einmal ein wenig an diese Ebenen an. Aber was das Zentrale ist, dass jetzt anerkannt wird oder das entdeckt wurde, dass zu einer Geburt nicht nur die Frau, die Ärzte oder die Hebamme gehören, sondern dass da ein Wesen, ein fühlendes, bewusstes Wesen ist, das auf die Welt kommt. Und es macht einen sehr großen Unterschied, wie wir auf diese Welt kommen und wie wir in dieser Welt empfangen werden. Jetzt würde ich mal von außen jetzt sagen, wenn jemand, sag ich mal, man weiß es jetzt nicht, wie die Eltern so drauf waren oder hat so Ahnungen. Ja, jetzt stellt euch vor, die sind dauernd nur im Stress gewesen und dann hat es halt eben irgendwie, und es gehört ja auch zu allem dazu, und auch die, sag ich mal, die Hormone, die schieben ja zwischendrin und dann will das einfach gelebt werden. Jetzt wird die Frau auch schwanger dabei, und wenn man jetzt zum Beispiel so eine, wie soll man sagen, so eine hingestolperte Zeugung ist, ja, wenn man das mal so vielleicht so benennt, jetzt hat man dann gar keine Chance mehr, jetzt bleibt das als Grundton den Rest des Lebens. Es bleibt wohl als Grundton, aber wir können ja immer bereit sein, an dem zu arbeiten, was unser Grundton ist. Denn es geht ja immer um das, bin ich bereit hinzuschauen? Und wenn wir uns vorstellen, in der Schwangerschaft, die Amygdala, also unser Mandelkern, den wir ja von der Evolution her mitgebracht haben und der immer noch in uns drin ist, das heißt fliehen oder kämpfen, wird sehr früh ausgebildet, sowohl als auch unsere Ohren. Die werden zwischen dem 4. und 5. Monat ausgebildet. So, wir haben noch kein so entwickeltes Gehirn, was die Renate auch gesagt hat, aber wir haben Gefühle. So, wenn was von außen kommt, wir hören es und es wird dementsprechend abgespeichert durch die Amygdala. So, wir bekommen nicht nur das von dem Empfängnis mit, sondern auch dementsprechend Streit oder was immer. So, auch bei der Geburt, wie die Renate sagt, wie wir empfangen werden, abgelehnt werden. Es gibt da so viele verschiedene Geburtstypen. Und wenn wir durch ein Geburtsseminar gehen, was wir ja anbieten, dann haben wir die Möglichkeit, das anzuschauen und bereit zu sein, es zu erlösen. Und das Erlösen heißt ja, indem ich Dinge anerkenne, in mich aufnehme und dementsprechend dadurch auch sagen kann, okay, das geht für mich jetzt nicht mehr, ich verändere das und werde geboren auf eine liebevolle Art und Weise. Das ist jetzt ein Sprung schon, ein bisschen von der Wahrnehmung her. Ich gehe jetzt nochmal an die Zeugung zurück. Wenn jemand jetzt bei seinen Sachen herausfindet, in seiner Situation, der ist abgelehnt worden eigentlich, ist es nicht bewusst und ist passiert und keine Lust drauf und überhaupt nicht und richtig gehadert, so, das steckt jetzt mal drinnen. Oder bei der Geburt ist ja nur ein Mädchen auch abgelehnt worden. Die hatten alle auf den Jungen gewartet. Wie kann ich das erlösen, wenn man das von außen so mal hört? Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen. Zum Beispiel eine der führenden Pränatalforscherinnen, die Wendy McCarthy, hat festgestellt, dass so wie wir die Empfängnis empfinden, das steht in ganz nahen Zusammenhang, wie wir in unsere Beziehungen gehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt eine abgelehnte Schwangerschaft oder wenn die Mutter eine abgelehnte Schwangerschaft erlebt, ja, also das Kind sich abgelehnt fühlt, kann es passieren, dass es zu Beginn bei den Beziehungen oder Partnerschaften immer zu Ablehnungen wieder kommt und man weiß nicht woher, oder wenn man ein Hoppler-Kind war, dann fällt man genauso Hoppler in Beziehungen rein und wieder raus. Ja. Hier ist dann diese Wiederholung. Und wie ich aus diesem rauskomme, ist ganz klar über Bewusstsein. Das heißt, wenn ich mich innerlich für diesen Raum öffne, und das ist natürlich eine Voraussetzung wie für vieles, denn wenn ich zu bin und das persönlich ablehne, das kann ja schon das Empfängnistrauma sein, aber grundsätzlich, wenn ich nicht innerlich diese Bereitschaft habe, dann natürlich kommen auch wir nicht dran. Aber wenn jemand die Bereitschaft hat und das mal
überhaupt ins Bewusstsein kommt und ihm diese oder ihr diese Wiederholungen klar werden, diese Zusammenhänge von Grundton zu wie gehe ich in Beziehung, wie lebe ich Beziehung, und da meine ich nicht nur die zwischenmenschlichen Beziehungen, beruflich ist ja ganz egal, wir sind ja dauernd in Beziehung mit allem und mit jedem, mit komplett mit dem Leben, dann gehe ich aus diesem Opfer heraus, aus diesem, ach, immer passiert mir das und ich bin halt so und ich kann nichts ändern, und da kann ich wirklich in diese Eigenverantwortung gehen und kann mein System verändern oder meine Strategie verändern. Und das ist das Wesentliche. Und es ist auch oft gar nicht, dass das jetzt so hochdramatisch sein muss. Überhaupt nicht. Es geht um das Bewusstsein, ja, oder um das Bewusstwerden überhaupt mal zu diesem Raum in uns allen. Wenn man dann erkennt, dass man abgelehnt wurde, bisher aber immer dachte, ach, jetzt so hinterher haben sie jetzt nicht so ein Thema draus gemacht mehr, aber es ist eine Ablehnung drin, dass ja, wenn man das erkennt, erstmal so eine Mutlosigkeit auch aufkommt. Kommt so eine Ohnmacht, weil man merkt, wie viel man im Leben ja mit Mühe immer wieder Sachen angegangen ist, weil sich das Muster wiederholt hat. So die Frage, wie kann dieser Punkt gewendet werden? Darauf kommt es ja an. Ne? Es kann eine Ohnmacht sein, das heißt auch ohne Macht, aber es kann auch in diesem Augenblick ein Aha sein und zu sagen, deswegen ist mir das immer passiert und deswegen habe ich jetzt den Mut, es zu ändern. Weil jetzt ja nicht mehr Zeugung und Geburt ist, sondern ich kann jetzt was gestalten. Ja, genau. Ja, und ich muss schon dazu sagen, das eine ist diese eigene Erfahrung, die ganz wichtig ist, in dem Seminar diesen Raum zu öffnen und die Erfahrung, das zu spüren. Denn es ist ein Unterschied, ob ich kognitiv einfach sage, meine Mutter hat mir erzählt, sie wollte mich gar nicht. Ja, da ist noch keine Verbindung dazu da. Du musst diese tiefe Verbindung erreichen zu dieser tiefen Ersterfahrung. Und wenn du das hast, dann bist du fähig, das zu wandeln. Und die Theorie, die auch im Seminar natürlich immer wieder besprochen wird, ist ganz wichtig dazu da, damit man das versteht, was passiert ist. Und das ist, diese Ebenen miteinander zu verbinden, um wirklich inneren Frieden zu erhalten und das zu integrieren in einem. Und wir wissen, alles, was integriert ist in uns, beginnt zu fließen, besteht nicht mehr als innerer Schatten oder als innere Ablehnung, sondern wir können es in uns integrieren, es ist ein Teil von uns. Ich habe es beim Thema Karma schon mal vorgebracht, und zwar, ich habe immer wieder die Einsamkeit verspürt durch Partner. Wenn es halt aus war, das Einsamkeitsgefühl gespürt, dann war mal der Punkt, da war halt gerade eine Trennung und ich bin so eine kleine Skitour gegangen und viel geatmet. Habe dann so die Einsamkeit wahrgenommen und habe die dann gelten lassen. Ich habe dann einmal gesagt, weil normal will man den Schmerz weghaben, und da habe ich gesagt, nein, weißt du was, heute darfst du da sein. Bist jetzt genauso berechtigt wie die Geselligkeit, und habe mir die Geselligkeit herbeigedacht, und mit dem Zulassen und Gleichsetzen hat sie das aufgelöst. Ich bin da auf, wie wenn ich getoppt gewesen war, weil ich so eine High-Gefühlung gehabt habe. Wie gesagt, ich habe das beim Karma, weil der gesagt hat, dass man, wenn man das nicht mehr in Resonanz damit geht, annimmt und nicht mehr aussendet, löst man es auf. Also erzeugt kein neues Karma mehr, aber ich sehe das auch ähnlich wie das, was ihr macht. Wie wenn ich das unabsichtlich gemacht hätte, dass ich das durch das Annehmen berechtigt sein lassen, dass sie das aufgelöst hat im Endeffekt. Also für mich löst sich das nicht auf, sondern das gestaltet sich um, das transformiert sich in Kraft. Während das vorher als Schwächung empfunden wird, wird das ein, deswegen, man wird ein Teil von einem, sondern das dreht sich um und das schwächt einen nicht mehr, sondern das ist etwas, auf dem man stehen kann dann. Genau. Das ist wie so ein Boden drunter. Ja, genau. Das macht sich gut an für mich. Ja, so, derart. Ja. Aber es ist schon dieses Dalassen. Ja. Es darf da sein. Ja. Das geht so für mich auch. Ich würde jetzt gerne den nächsten Schritt gehen. Zeugung hatten wir jetzt. So wie die Zeugung geht man oft in Beziehung. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Und da wir noch in dieser Phase kein Hirn haben, ist das alles Zellspeicherung. Mhm. Kann man das so sagen? Im Grunde vereinfacht zusammengefasst, ja. Ja. Wobei das ein unheimlich komplexes Thema ist. Aber ja. Und jetzt käme dann der Verlauf der Schwangerschaft. Auf was bezieht sich denn dieses Geschehen, die Schwangerschaftsphase? Die Schwangerschaftsphase bezieht sich vor allem natürlich auf die ganze Entwicklung, auf die Entwicklung der Organe, auf die Entwicklung des Hirns, auf die Entwicklung
Entwicklung, das Herz schlägt ab dem 22. Tag, wenn man sich das vorstellt. Und im Grunde genommen die ganze Schwangerschaft, dieses Wachsen aus diesem Wunder der Empfängnis, Samenzelle, Eizelle und dieses langsame Wachsen, Abhängigkeit von der Plazenta, ernährt werden, genährt werden, einen Raum zu haben, wo ich mich sicher fühle, wo ich daheim bin sozusagen. Und diese Schwangerschaft dann natürlich in begleitender Art, wie Mutter oder Vater sind oder auch Geschwister sind, machen natürlich genauso was aus wie Zeugung als auch die Geburt. So, wir können auch in eine Schwangerschaft, was ich vorhin auch schon gesagt habe, nachdem die Ohren entwickelt werden so früh und so weiter, dass wir auch von den Gefühlen her das alles nun mitbekommen und auch in dem Geburtsseminar nun in diese Art hineinhorchen können, hineinfühlen können und dementsprechend auch die Schwangerschaft anders annehmen können. Jetzt immer wieder Macht, Ohnmacht, was du auch vorhin gesagt hast. Ja. Verlauf der Schwangerschaft, das ist das eine, das war sehr gut für mich so wahrzunehmen, weil sich ja jetzt die Sinnesorgane auch entwickeln und auch ein Raum wahrgenommen wird, zum einen. Da fällt mir nur so ein, aber komischerweise wissen auch schon die Ungeborenen, wie viele Geschwister sie haben und das wievielte Kind sie werden, auch wenn sie die mit ihren Sinnen noch nicht direkt sehen können. Also es gibt noch mehr Verbindungsebenen als die sinnliche, aber es ist tatsächlich so, es bildet sich ein Raum, es bildet sich ein Körper und da ist eine Mutter drumherum und die reagiert auch. Ganz genau. Und ich denke mal, dass diese Reaktionen, wenn man weiß, in der Schwangerschaft gibt es viel Stress oder Sturz oder viel Lärm oder sonst was, das wirkt sich ja alles aus. Ja? Also das erschreckt ja eventuell die Mutter, aber dann auch das Kind. Ja? Ich meine, es ist natürlich jetzt schon so, dass wir hier jetzt gerade sicher mehr über die biologische Sicht der Empfängnis, der Schwangerschaft und der Geburt sprechen. Man kann zwei Ebenen hier sehen. Das eine ist die Transzendente, wo man sagt, okay, die Seele kommt wann in den Körper? Und das andere ist die biologische Sicht, eben über Zellgedächtnis, über Entwicklung der Organe, über Stress, Ängste. Was halt schon ein bisschen so im Moment auch noch in unserer Gesellschaft da ist, ist, dass die Wörter Trauma, Stress, Angst halt natürlich mit diesem Pränatal- und Perinatalpsychologie sehr eng immer verbunden sind. Denn es gibt natürlich eine Optimal-Inselvorstellung, wie es sein könnte oder sollte. Aber im Grunde hat das kaum jemand erlebt. Also die optimale Darstellung wäre, Mutter und Vater treffen sich und lieben sich, haben miteinander die Zeugung in Liebe, Harmonie und Hingabe. Die Eltern freuen sich total, wenn sie erfahren, dass die Mutter schwanger ist. Die Schwangerschaft verläuft ruhig und in Liebe und in Harmonie und der Vater kümmert sich so ein bisschen um das Außen. Die Mutter kann sich ganz auf das Kind, das entstehende Kind konzentrieren und dann kommt noch so eine Art die optimale Geburt, über die man dann auch noch sprechen und auch gleich nach der Geburt bleibt das Baby bei Mutter und Vater so lange, bis die Nabelschnur sich auspumpen darf und vielleicht sogar noch die Plazenta tagelang die Nabelschnur, bis sie von alleine runterfällt. So, das wäre so eine fast visionäre Optimalgestaltung, wie jemand auf die Welt kommen sollte. Nur, das ist einfach nicht so. Das ist einfach auch nicht, sage ich, im Moment zumindest die Realität. Vielleicht gibt es das irgendwann mal, aber es ist jetzt nicht so. Es kommen einfach Situationen. Abgesehen, dass die Empfängnis schon sehr viele Themen haben kann, ungewollt, gewaltsam, unter Stress, unter Druck, Reagenzglas, ja, alle diese Themen. So, jetzt, da fängt es schon an und dann geht es weiter, wo man sagt, wie passiert die Schwangerschaft? Also es gibt ja 5 kritische Phasen, sagt man, die hervorstechen in diesem neuen pränatalisch-psychologischen Raum, wo man sagt, es ist die Empfängnis sehr wichtig. Wie hat jemand die Empfängnis in sich abgespeichert? Wie hat jemand die Einnistung der Eizelle abgespeichert? Auf das möchte ich noch ein bisschen eingehen, wenn ich darf, weil die Einnistung an sich etwas damit zu tun hat, dass das Ei circa nach 7 Tagen in die Gebärmutter unter Anführungszeichen fällt, von der Eileiter in die Gebärmutter und einen Platz finden sollte, wo es dann mit der Mutter eins wird, verschmelzt und aus dieser Verschmelzung heraus dann der Wachstum beginnt. Und hier sind ganz oft kritische Phasen. Dann geht es weiter eben mit der Entdeckung der Schwangerschaft. Das ist die 3. kritische Phase, wie die Mutter und der Vater darauf reagieren, wenn sie erfahren, dass sie ein Baby bekommen. Und dann natürlich den Verlauf der Schwangerschaft,
die Geburt an sich natürlich, also die Geburt selbst, dieser Übergang von einer alten Welt in die neue Welt, und das ist ja eh schon so symbolisch, ja, der Übergang von einer alten Welt in eine neue Welt, die ja sehr häufig als Grenzerfahrung und Toderfahrung von Menschen abgespeichert ist. Und dann kommt die fünfte kritische Phase, dieses kurz nach der Geburt. So die ersten Minuten, die ersten Stunden nach der Geburt, was passiert hier mit diesem Wesen? So, das ist einmal nur jetzt so allgemein über diese kritischen Phasen, die zumindest wir machten noch keine andere Erfahrung, dass nicht irgendjemand in irgend so einer Phase etwas gespeichert hat, das es wert war, in seinem Leben anzuschauen. Das habe ich jetzt nicht verstanden, den letzten. Ja. Wir haben noch nicht, worum geht es jetzt? Es ist darum gegangen, dass ich gesagt habe, es gibt einen Optimalzustand. Nee, das habe ich verstanden. Nur den letzten Satz. Oder was meinst du? Den letzten Satz. Es hat noch nie, aus unserer Erfahrung, noch nie jemanden gegeben, der nicht in einem dieser kritischen Phasen ein Thema oder ein Trauma unter Anführungszeichen hatte, das ihn sein Leben begleitet hat, dass er immer wieder auf die verschiedensten Arten und Weisen erlebt hat und Strategien dafür entwickelt hat. Natürlich, wir entwickeln ja alle Überlebensstrategien, um mit dem zurechtzukommen. Denn man muss sich eines vorstellen, in dieser Phase oder in diesen Phasen haben wir keinen Fight-or-Flight-Möglichkeit. Ja? Das heißt, wir müssen lernen, irgendwie, wenn zum Beispiel die Mutter über Monate in Stress gestanden ist oder Angst, müssen wir lernen, mit diesen Informationen, die auf den Fötus, aber ich sage jetzt mal Baby einfach, auf das Baby übergehen, muss es lernen, damit umzugehen. Und das ist ganz häufig dann mit Rückzug und solche Sachen. Ja? Aber es kann ja nicht aus dem Bauch davonlaufen. Und das sind diese zentralen Themen. Es ist diesem Punkt ausgeliefert, sozusagen. Ja, genau. Diese Ohnmacht. Ja. Bei dem Wort, es kann ja nicht davonlaufen, kann es sein, dass manche, wo die während der Schwangerschaft Totgeburt, also wo die Schwangerschaft beendet wird, das dort auch irgendwie mit dem zusammenhängen kann, also dass die Seele dann davonlaufen kann. Dass so ein Schock ist, dass sich das trennt und dann der Körper übrig bleibt? In diesem Bereich ist alles möglich. Das traue ich mir jetzt einfach nur nicht zu behaupten, weil das wäre aus meiner Sicht jetzt unseriös, weil ich nicht forsche in diesem Gebiet. Das, was wir machen, ist, wir nehmen das, was momentan alles an Forschung da ist, und bieten die Möglichkeit, sich das emotional anzuschauen. Das heißt, es wäre für mich jetzt unseriös, das wirklich mit irgendeiner Wahrheit zu belegen, ob ja oder nein. Vielleicht, ja, mag möglich sein. Ich kann es mir theoretisch vorstellen, dass es so ist. Ja. Darf ich noch was fragen zur Einnistung? Hat man da selbst als Schwangere Einfluss drauf? Also mal angenommen, man hat so eine Ahnung oder man ist in der Planung, sagt, okay, jetzt könnte es passiert sein, dass es befruchtet worden ist, und dann so in circa 7 Tagen müsste das einnisten, dass ich mich in den nächsten, sage ich mal, 2 Wochen irgendwie anders verhalte, damit da eben der Prozess gut verläuft. Die Einnistung, im Grunde genommen durch die Eileiter, dieses befruchtete Ei durch die Eileiter zu gehen, die Eileiter, jetzt gehe ich wieder vom Biologischen aus, die verengt sich etwas, so dieses befruchtete Ei hat das Bewusstsein schon, da wirklich mich hindurch zu plagen, zu stoßen, zu gehen, um dann hineinzufallen, was ja im Grunde genommen genauso ein Bewusstsein ist, hineinzufallen und dann zu schauen, wie ich meinen Platz finde, wo ich an dieser Gebärmutterwand meinen Platz finde. Aber kann ich als Frau etwas bewusst machen, dass ich es unterstütze? Das kann ich jetzt nicht so gut beantworten. Es ist so, es gibt zum Beispiel Naturvölker, die haben das Bewusstsein, dass bevor überhaupt die Frau schwanger wird, die Seele so lange gebeten wird zu kommen, bis sie von der Seele träumen. Und erst wenn sie von dieser Seele träumen, dann beginnt der biologische Akt, sage ich jetzt mal, dass Mann und Frau einen Liebesakt von sich oder mit sich machen, damit die Frau schwanger wird. So, das ist ein anderer Zugang. Es ist einfach so, dass wir zu jeder Zeit mit unserem Körper reden können, ja, und unseren Körper mit beeinflussen können. Das heißt, ja, selbstverständlich hat jede Frau die Möglichkeit, schon die Empfängnis ganz anders zu gestalten, dann den Eileitertransport bis zur Gebärmutter
natürlich mit liebevoll zu gestalten und auch die Einnistung. Denn da, wo unsere Energie natürlich hinfließt, wo unsere Aufmerksamkeit ist, da fließt die Energie hin und da sind wir, ja, können wir mitgestalten. Das heißt, wenn ich als Ehepaar oder als Frau schon im Vorfeld mich darauf einstelle, auf ein Kind, wenn ich das Bewusstsein habe, dass ich mir ein Kind wünsche, wie die Schwangerschaft ausschauen soll, wie man das zu Hause plant, denn wenn man sich mit der Geburt beschäftigt, natürlich, dann begibst du dich in dieses Feld und das nimmt diese Zelle, das Wesen, wie auch immer, natürlich mit. Quasi als Willkommens-Einladung. Ja, ja, genau. Also, ich habe genau das umgekehrte Gefühl an der Stelle, weil nämlich, also dieses Kind meldet sich vorher an. Die Verabredung mit der Seele, die kenne ich, da wird man eingelullt vorne dran. Da läuft man wie so in der Wolke herum. Mhm. Und ich habe auch mitbekommen von Menschen, die wollten unbedingt ein Kind haben, das klappte nicht. Mhm. Und ich fragte den dann, den möglichen Vater, der es gerne geworden wäre, ob man eine Seele auch vorher spürt und ob eine Seele denn da ist, mit der man sich zusammentun will. Und da merkt man, waren bei dem sofort die Rollladen unten. Mhm. An diesen Angang konnte er nicht ran. Dieses einmal ist das Spüren. Das andere habe ich immer wieder Beispiele gehabt. Wenn Frauen zu sehr wollten, hat es nicht geklappt. Ja. Die haben was vertrieben. Die haben sich zu stark gemacht in der Energie. Du musst ja einen leeren Raum machen, wo das Kind rein kann. Das heißt, dem einen Raum geben. Das Kind will ja in das Leben der Mutter mit rein. Also kann ich mein Leben durchaus einfach anpacken, hab mich offen für das Thema, lasse zu, lebe aber mein Leben. Und dann findet sich das am besten rein, ist mein Eindruck. Und sehr oft, wenn Frauen so ganz stark wollten, haben sie gar keine Kinder ja gekriegt, adoptieren Kind, haben losgelassen, schwupps sind sie schwanger, weil dieses zu viel Drängende und zu viel Machende eine Hyperaktivität ist an der Stelle. Das muss Raum lassen, ja? Also als Zeitreisender, da ist alles möglich und es gibt so viele Varianten, die es auch Seelen gibt. Also das, was die Manu erzählt hat, ist, also im Grunde genommen ist es Bewusstsein und Bewusstsein ist letztendlich alles. Und genau da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, da passiert dann auch genau das, wie gesagt, es geht um das Bewusstsein. Danke. Darf ich da noch was dazu ergänzen? Das eine ist eben Bewusstsein, das ist diese Öffnung, von der du gesprochen hast, Manu, und dieses, dass ich mich darauf einlasse, mich hingebe. Und das andere ist der Wille, dieses Wollen. Und das kommt aus dem Kognitiven und das ist einfach unser Ego, diese Kontrolle, die wir gern ausüben in unserem Leben. Und das verschließt natürlich mehr, gerade in diesem unheimlich heiligen Thema Leben, Ankommen, Entwicklung und Willkommensein in diesem Leben. Wobei da wahrscheinlich ein Unterschied ist zwischen Wollen, ein, ich sage mal, zwangloses Wollen und dann halt das verbissene Wunschgefühl. Es gibt einmal ein Kopfwollen und es gibt einmal ein Herzwollen, also ein tiefes aus dem Stelle daraus. Ja. Ja. Und wir kommen ja immer noch von der Evolution her, dass wir die Menschheit vergrößern müssen und ein Kind haben müssen oder 5 Kinder haben müssen. Und das spielt ja auch immer eine große Rolle. Ja. Und dass ich mich als Frau, wenn ich nicht schwanger werde, aus welchem Grund auch immer, mich nicht so fraumäßig fühle. Vollständig, ja, nicht vollständig. Sondern das gehört mit dazu. Ja. Die Möglichkeit. Ja, ja. Genau. Also genau. Sowas habe ich echt vor Jahren erlebt. Die eine Frau, die ist nach vielen Jahren schwanger geworden, überraschend. Und sie merkte auch, sie war nicht so, dass sie es für sie richtig war. Und sie hat es dann auch mit ihm geredet und war auch dann in Ordnung, wenn es nicht durchkommt. Sie fühlte sich nicht reif genug, ein Kind großzuziehen. Aber sie rief mich an und sagte, es ist so gut zu merken, dass ich vollständig bin, dass es geht. Sie glaubte immer Jahre, dass sie nicht schwanger werden kann, hat nie verhütet, ist nicht schwanger geworden. Und hatte viele Gelegenheiten gehabt dazu. Und dieser Zustand, der macht mit den Frauen etwas. Und wenn wir in diese biologische Medizin schauen, in die biologischen Konflikte, zählt das zu etwas nicht vollständig, nicht im Wert sein als Frau. Also das ist ein ganz tiefgreifender Konflikt, wenn sie nicht schwanger wird, wenn das nicht funktioniert. Ich würde jetzt aber halt eben noch mal fragen mit dem Einnisten, ist das ein Punkt, wo gerne Fehlgeburten passieren? Gibt es da einen Punkt, der bevorzugt passiert, wenn Fehlgeburten entstehen? Also ich habe zumindest gelesen, dass das ein Punkt ist, wo viele
abgehen. Ja. Ja. Dass das genau dieser Einrichtungspunkt ist. Genau. Es gibt Theorien von Pränatalforschern, die eben, also Pränatalforscher zum Beispiel wie der William Emerson, der auch sehr an die transzendente oder spirituelle Ebene forscht, also nicht nur biologisch, sondern auch in die andere Richtung. Auch die Katie, was ich vorher erwähnt habe, die sagen in ihren Forschungen, dass hier eben eine große Entscheidung, eine der großen Entscheidungen passiert, bleibe ich oder gehe ich. Ja. Ist nicht da noch ein Zeitraum bis zum dritten Monat? Da hört man, dass ab dem dritten Monat wird es immer sicherer, dass es bleibt. Ja, ja. Genau. Ist das eine der Phasen oder mittendrin, der fünf Phasen? Die Empfängnis, die Einnistung ist drinnen. Und dann war die Entdeckung, meistens die Entdeckung der Schwangerschaft. Die ist also meistens eigentlich im ersten Monat. Ja, manchmal schon früher, manchmal natürlich später. Ja. Aber mal so von unter Anführungszeichen, vom Regelfall her, sage ich jetzt einmal. Wären drei der fünf Phasen in den ersten drei Monaten. Und da sieht man dann schon die Basis, ja, eben wo ja viele Glaubenssätze in uns dann entstehen. Weil was bedeutet denn, wenn ich ungewollt bin? Ja? Was bedeutet denn, wenn ich ein Hoppala bin? Was bedeutet denn das alles fürs eigene Leben? Ich bin nicht gewollt, das Leben ist schwer, ich muss kämpfen, ich muss meinen Platz finden. Alle diese ganz tiefen, tiefen Glaubenssätze in uns, die wir halt dann auch als Realität in uns akzeptieren und uns immer wieder holen. Oder manche sind unsichtbar, weil es so Zwilling ist und es wird nur, oder früher war es mehr so, jetzt nicht mehr so oft, ist nur einer gehört worden und der zweite nicht und der ist dann quasi, hoppala, zwei. Ja, genau. Ist dann immer unsichtbarer dabei. Ja, ich glaube, die Zwillinge ist nochmal ein Thema für sich, aber ich würde, bevor wir an die Zwillingsthema gehen, würde ich noch einmal fragen, und zwar, wenn wir den Verlauf der Schwangerschaft so ins Bewusstsein nehmen, dann denken wir erst immer an die Mutter und wie die Mutter erlebt. Wie zeigt sich das der Vater im Verlauf der Schwangerschaft? Wie wird der in diesem, wenn man sich diesen Sachen auf einer tieferen Ebene zuwendet, wie zeigt sich dann der Vater in der Schwangerschaft? Es ist ja auch im Grunde genommen ein Bewusstsein, in das wir hineingewachsen sind, dass der Vater wirklich auch ein Teil der Schwangerschaft und der Geburt sein darf. So, insofern leben wir heute in einer Zeit, zumindest hier in einer Zeit, wo es zum Beispiel die Beachtung, dass die Nabelschnur nicht sofort abgeschnitten wird, dass der Vater ein Teil der Schwangerschaft ist, dass der Vater ein Teil der Geburt ist, vor allem auch bei einem Kaiserschnitt, dass der Vater dabei ist und sofort dieses kleine Wesen in den Arm nehmen darf. So, der Vater ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, auch von der Stimme her, dass der Vater gehört wird von diesem kleinen Wesen, dass er da ist. Denn das wird ja alles aufgenommen von der Stimme her. So, der Vater ist als Balance genauso wichtig wie die Mutter, die, wie gesagt, diesen Embryo und Fötus austrägt. Also ich denke auch, das, was du sagst, ist genau das. Und was noch hinzukommt, das eine ist natürlich ein bisschen die biologische Sicht. Ja? Und ich muss das immer ein bisschen trennen jetzt, nur vom Verständnis her. Das Baby ist unmittelbar mit der Nabelschnur, mit der Mutter verbunden. Ja? Das heißt, über die Hormone, über die Transmitterstoffe bekommt das Baby zwar biologisch die Informationen der Mutter, das heißt, über die Gefühle, Emotionen, Gedanken und Erlebnisse der Mutter bereitet sich das Baby oder der Fötus auf eine Umwelt vor. Das heißt, wenn die Mutter Hunger leidet, Stresssituationen über einen längeren Zeitraum bitte ausgesetzt ist, ja, oder Schockerlebnisse hat, bereitet sich die Biologie des Babys auf eine feindliche Umwelt vor. Ja, das muss dann einfach auch bewusst sein. Da gibt es Studien dazu. In Holland hat es eine Hungersnot gegeben, wo schwangere Frauen waren. Und die Kinder daraus haben teilweise eine Fettleibigkeit entwickelt, ja, weil sich der Körper vorbereitet hat auf eine feindliche Umwelt. So, das ist einmal die biologische Sicht und auch die Emotion der Mutter. Und dann gibt es natürlich auch die Sicht, wo du sagst, es gibt ein Energiefeld, das uns alle umgibt. Es gibt das Feld der Mutter, es gibt das Feld des Babys und es gibt das Feld des Vaters. Ja? Oder das Baby begibt sich eigentlich in dieses Feld der Eltern. Und der Vater spielt insofern eine sehr wichtige Rolle der Präsenz und des Daseins. Denn er gibt auch der Mutter das Gefühl der Sicherheit und der Ruhe. Das heißt,
er ist eine ganz wichtige Säule. Vielleicht nicht so direkt verbunden mit dem Baby wie über die Nabelschnur, aber genauso wichtig und genauso über eine andere Ebene mit dem Baby. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ein Vater zum Beispiel, der macht jetzt, versorgt die Familie sehr gut, ist aber dafür viel unterwegs, aber die Frau fühlt sich gut versorgt und hat den so im Bewusstsein, dass auch das Kind den Vater so schon auch von Anfang an das in Ordnung findet und auch sich geliebt fühlt von dem Vater, weil es sich auch versorgt und in Schutz fühlt. Also das ist nicht immer von der Stimmlage oder des Hörens, der Sinne abhängig. Das gibt einfach einen tieferen Part da auch, eine Verbindung über die Mutter. Ja. Also ich beobachte, ich weiß jetzt nicht, inwiefern es mit der Geburt oder Zeugung selber was zu tun hat, aber ich beobachte, dass Menschen, die ein gewisses Urvertrauen haben, das ganz, ganz früh Geburt und danach, was da passiert, entsteht. Und zwar Menschen, die ein Urvertrauen haben, sind nicht eifersüchtig. Und die Menschen, die das eben nicht haben, weil sie vielleicht in Brutkästen gekommen sind, die sind meistens, also so habe ich beobachtet, eifersüchtig, weil sie Verlustangst haben. Durch das fehlende Urvertrauen, ganz spannend, das zu beobachten. Und dann, wenn man nämlich das weiß, woher es kommen kann, kann man besser damit umgehen. Mit Eifersucht, ach, Verlustangst. Ja, diesen Teil kann man gut nachvollziehen. Was mir halt eben ein Stichwort gegeben hat, ich beobachte immer wieder Menschen im Umfeld, jetzt durch Umzug wieder neue Menschen, wo ich merke, da fällt eine Frau auch extrem raus für mich, in dem Wohnumfeld ein bisschen abgesetzt, aber wo ich merke, obwohl, wenn man ihr gar nichts macht, die hat immer Feinde vor sich. Also dieses Phänomen, dass man immer, sobald die nur über bestimmte nachdenkt, wird sofort geschimpft, geguckt, also negativ angeschaut. Es sind immer Feinde, die haben gar nichts gemacht, die Leute. Ja, dass sie so geartet ist, sie kann gar keinen richtigen Frieden haben. Immer sind alles Feinde um sie herum. Und ich glaube, das ist eben gemeint, dass etwas so sich als Grundstimmung vorbereitet haben kann. Und dabei kann man jetzt heute erkennen, jetzt sind gar keine Feinde mehr da. Damals war es angegriffen, die Situation, aber heute nicht mehr, sodass man da weiter wachsen kann. Ne? Genau, das ist genau diese Realität, was ich zuerst angesprochen habe, die man sich immer wieder wiederholt. Ja? Weil das irgendwann in ihr, ich weiß nicht wann, das will ich jetzt nicht sagen, aber es kann die pränatale Zeit sein, in ihr festgesetzt hat, dieses, die Welt ist feindlich. Ja? Und aus diesem tiefsten Glaubenssatz kann es sein, dass sie sich eben ihre Realität, dass sie das gar nicht mehr sieht, dass gar keine Feinde mehr da sind. Denn in ihrer Wahrnehmung, und die Wahrnehmung kommt ja aus unseren Erfahrungen auch heraus, ist alles fein. Ja, da fällt mir spontan ein, dass die einfach auch ein mangelndes Bewusstsein hat. Also, dass man schon durch Bewusstseinsarbeit da rauskommt. Das ist für mich fehlendes Bewusstsein, komplett. Ja, aber weil instinktives Bewusstsein schon. Also ich denke, habe schon den Eindruck, weil in ihrem Raum, da hat sie dann Angst, dass andere den Raum mit einnehmen und sie vielleicht verdrängt wird, obwohl das gar nicht passiert, dass dadurch sofort ja, der Urgedanke, das bleibt, das ist sehr, also sehr deutlich wahrzunehmen. Ja. Ich bin ja generell der Meinung, Bewusstseinsbildung ist eines unserer wichtigsten Aufgaben, denen wir uns stellen sollten. Wie auch immer man das dann angeht, ob man da zurückgeht in die Geburt oder auch im Leben, wenn man ein bisschen mehr darauf achtet, was ist hier wirklich los oder reagiere ich aufgrund Vergangenheit, vergangenen Schmerzen oder Knöpfchen, die gedrückt werden, die jetzt aktuell gar nicht so richtig intensiv sein müssten. Also, ja. Aber Bewusstsein ist ja auch was sehr Spannendes, wenn wir uns das überlegen, was ist denn mein Motiv, um bewusst zu werden? Und da gehört auch Mut dazu, um bewusst zu werden. Was heißt denn das? Ja. Und Frieden ist für dich was ganz anderes wie für mich zum Beispiel. Aber die Möglichkeit, um wieder auf die Geburt zu kommen, beziehungsweise Empfängnis und Schwangerschaft, kann ja auch damit was zu tun haben. Und dass ich so weit komme, dass ich es nicht mehr aushalte, weil ich so eifersüchtig bin und sage, aha, das ist nur mein Nächstes, das schaue ich mir an. Warum bin ich denn so eifersüchtig? Und dann, was die Renate auch gesagt hat, dass ich dementsprechend ja das vorher schon miterlebt habe, eifersüchtig zu sein. Auch vielleicht durch die Emotionen der Mutter. Mir hat mal jemand gesagt, dass alle Sachen, wo man emotional reagiert, aus der frühen Kindheit oder eben vorher kommen. Der Grundstein davon.
Man merkt immer, wenn man sagt alle, viele, ja, durchaus. Ja, ja, mit alle, ja, kann man nicht immer leben. Sehr viele. Es kann die auch andere Muster, ja, noch natürlich geben, ne? Sicher. Ich muss das ein bisschen relativieren, wenn ich sagen darf, denn wo ist die Grenze zu emotional reagieren? Emotionen sind uns von der Evolution mitgegeben worden, die uns eine innere Landkarte geben, dass, yeah, wir sehen können, wo öffnet sich etwas und ich kann weitergehen, wo ist eher rot, Stoppzeichen, weil mich ein Gefühl, ja, sage ich jetzt einmal, so sehr belastet. Bei dieser Aussage bin ich sehr vorsichtig, ja, ja, weil das inkludiert für mich immer so ein bisschen ein Widerstand zu Gefühlen und Emotionen. Und meine Erfahrung ist, oder unsere Erfahrung ist, dass Gefühle und Emotionen ja etwas ganz Schönes ist. Es ist die Bewertung, die wir dahin, ja, reinlegen. Wir wollen mittlerweile immer weniger Emotionen haben, genau, und sie werden negativ betrachtet. Genau. Sollen neutral sein, ja, ja, ruhig sein, genau, sollen gar nicht aus dem Bauch raus, mhm, reagieren. Ne, diesen Teil, den meintest du, mhm, jetzt. Ja. Ja, also gut. Die Emotionen gibt es ja angeblich nur zwei, und zwar mal Liebe und Angst. Mhm. Und Gefühle ist halt eben im Herz das, was dann halt eben sagt, ja, ich bin eifersüchtig oder ich habe dies oder das oder ich bin wütend. Und das sind dann Gefühle, die dann aus dem Herzen herauskommen. Und der Kopf sagt dann halt eben, ja, und das sind die Gründe und das weiß ich, das kommt ja so einiges zusammen. Aber nochmal jetzt die Geschichte mit den Kindern da, dass die das so, wie gesagt, diese zwei Gefühle, Mama kuschelt jetzt, das ist schön und ich werde gewickelt, oh, das fühlt sich nicht so toll an. Ja, also es gibt ja nur diese zwei, entweder gut oder schlecht. Und dann hat man halt eben zu Freudszeiten damals, hat man herausgefunden durch Beobachtung, das weiß ich halt eben auch so, dass im Grunde genommen erstmal die Hypothese aufgestellt wurde, ja, die Erwachsenen haben Probleme und das kann aus der Kindheit heraus entstanden sein. Soweit war ja der Freud. Und dann haben ganz viele Leute angefangen und haben dann, aber das ist ganz viele, also die sich mit Psychologie beschäftigen, die haben dann geschaut, ja, wie reagieren denn die Kinder ab gewissen Alters und so. Und die waren dann immer gleich, diese Sachen, ja. Also ich will nur sagen, das ist durch Beobachtung ist dann halt eben geschehen. Und wenn wir beobachten und schauen, das ist schon manchmal kompliziert, aber eigentlich gar nicht so. Wenn man hinschaut, dann sieht man schon einiges so, ja. Okay, ich würde gerne. Du hast recht, ja. Ja, das ist schon mit diesen Beobachtungen. Wir sind jetzt in der Selbsterkenntnis. In der Selbstbeobachtung. Wenn man da ist, wenn man da, ja, eine Frage stellt, auch die Bewusstwerdung ist sehr gut, dieser Begriff. Ja, besser als vorhin angesprochen. Ich bin dem Thema nachgegangen. Wenn Mensch und Man ist ja gleich, also Mann und Mensch ist im Englischen das Gleiche und Mankind die Menschheit und Mannheit wäre da das Gleiche in der Übersetzung. Ja, da habe ich dann mal rumgeschluckt, wo sind die Frauen? Aber ich habe einen ganz tollen Freund, der ist wie eine Bibliothek, ist Geschichtsprofessor und so weiter. Der kennt sich auch in Sprachen in allem ganz gut aus. Und dann habe ich dem mal geschrieben, hilf mir doch mal aus meinem Problem heraus, wo bin ich denn als Frau, wenn Mensch und Mann, wenn das alles zusammen ist, auch lateinisch homo, das heißt Mensch, Mann und Kerl wird das übersetzt, ja. Also man da, ist Homo sapiens. Ja, ne, nur Homo, ja, ist sehr lateinisch. Und dann hat er mir geschrieben, Mensch kommt von Mens, das heißt Bewusstsein. Und da ist ein polnischer Einschlag reingekommen, weil den ursprünglichen hätte man niemals in der Sprache einen Zischlaut gemacht. Das kommt aus dem Osten. Und dadurch wurde Mens zu Mensch. Aber eigentlich wäre das Mensheit. Und das heißt Bewusstheit. Und die Menswerdung ist die Bewusstwerdung. Und wenn wir hier bei Geburt sind, bei Zeugengeburt, heißt das, Seele macht sich auf den Weg, als Mensch hier reinzukommen oder als Mens. Das heißt, er wird dadurch bewusst. Durch diesen Prozess kommen wir zur Bewusstwerdung. Gerade wenn wir den durchlaufen. Und ein Teil läuft durch biologische Grundmuster ab. Selbst die Traumatisierungen laufen auf biologischen Grunderfahrungen dann ab. Oder man kann durch Bewusstwerdung einen neuen Schritt hinzufügen und dem nicht nur ausgeliefert bleiben. Genau. Dann kommen wir wirklich zur Menschwerdung oder Menswerdung. Das kann ich so wahrnehmen. Ja. Ja, aber um das sollte man zuerst einmal sich öffnen für diese Ebene überhaupt. Mhm. Ja, für diese Ebene in dieser Pränatalzeit. Für die Möglichkeit, dass man sagt, ein Baby bei Geburt, ja, ist ein fühlendes und bewusstes Wesen. Es ist kognitiv vom Hirn zwar noch nicht vollends entwickelt, ja, aber das ist ja etwas anderes wie das Bewusstsein, was wir ja schon mitgenommen haben. Ja. Und
das gehört auch zur Bewusstwerdung, zum Menschsein dann dazu, dass man sich einen Teil seines Lebens widmet dem Thema der eigenen Entstehungsgeschichte. Ja? Mhm. Denn es ist die Basis, ich kann immer wieder zurückkommen auf das, es ist die Basis unseres Hierseins. Ja? Ich möchte noch ganz kurz über das sagen, weil du das eingeworfen hast mit den Traumen. Ich möchte nur kurz erklären, was ein Trauma ist, damit man mal einen Zugang auch zu einem Trauma bekommt. Ein Trauma bedeutet, dass in einer Situation unser Geist, also unsere Psychologie, unser Hirn, unser Körper mit einer Situation überfordert ist und in dem Moment damit nicht umgehen kann. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, umso kleiner und jünger wir sind, umso kleiner das Wesen ist, umso weniger Möglichkeiten hat es, mit einer Situation umzugehen, die in diesem Moment überfordert ist. Ja? Wir tun uns mit 40 Jahren zum Beispiel viel leichter, wenn von außen etwas auf uns einbricht, ja, damit umzugehen, weil wir schon mehr Möglichkeiten und Erfahrungen haben als ein Baby im Bauch einer Mutter. Weil man spricht immer so schnell von den Traumen, ja, und Trauma pränatal und Retraumatisierung oder Wiedererleben des Traumas und. Aber ich glaube, man muss mal die Basis zuerst wissen, was ist ein Trauma, ja. Das ist eine Überforderung des Systems. Und dann kommt es eben darauf an, diese Überforderung, weil dieses Wesen nicht damit umgehen kann, legt diese Erfahrung irgendwo ab im Körper. Und dann kann es passieren, dass wenn du 20, 30, 40 Jahre alt bist, von einer völlig kleinen Situation, ja, ein Auto fährt dir zu nah ran, ja, aber das nimmt dein Gehirn als Erinnerung her und öffnet die Form oder diese damalige Erfahrung des Traumas. Du wirst nicht retraumatisiert, nicht wieder traumatisiert, sondern das Trauma aktiviert. Genau, es ist ein aktiviertes Trauma. Mhm. Und das ist dann, wo viele Menschen plötzlich als Erwachsener nicht mehr damit umgehen können. Die sagen, hey, Wahnsinn, was ist gerade in meinem Leben los? Ja, es ist eigentlich nicht viel passiert, aber ich flippe total aus. Ich bekomme Panikattacken, Angstzustände, was auch immer. Ja? Und da ist es dann schon wichtig anzusetzen, dass man in der Erinnerung zurückgehen kann, dass man weiß, es gibt sowas, ich kann zurückgehen, ich weiß, dass ich das kann und kann hier dann das auflösen. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass ihr bei so einer Auflösung, Trauma-Auflösung, dass da auch dann bei Leuten Allergien verschwinden? Ich selber habe mal Trauma-Auflösung gemacht, eben um eine Allergie zu transformieren oder wie auch immer das genannt wird. Dann müsste das oft ein Nebeneffekt sein, sage ich jetzt mal. Oder könnte das ein Nebeneffekt sein? Wir machen keine Trauma-Auflösung im klassischen Sinne, ich kenne das. Wir bieten die Möglichkeit und den Raum an, dass die Leute in der Selbstbeobachtung, was wir gerade gesprochen haben, die Sicherheit und das Vertrauen bekommen, dahin wieder zu gehen und zu schauen und sich diesen frühkindlichen Empfindungen und Erfahrungen anzunähern und dadurch die Möglichkeit hat, diese Grunderfahrung zu transformieren. Was an dieser Grunderfahrung hängt, ob das jetzt eine Allergie ist oder ein chronischer Husten oder was es auch immer ist, wo der Körper den Ausdruck gibt, das kann ich im Vorfeld nicht sagen. Aber wir bieten eben diesen Boden. Ich würde noch mal einmal auf Geburt eingehen und Zwilling. Ja. Die zwei Themen stehen auf alle Fälle noch an, dass ihr da etwas gesammelt nochmal drauf geht. Also die Geburt ist ja dann ein absolutes Engpassthema, ne? Ja. Auch. Wie gehe ich mit dem Engpass um? Ja. Was ist mit den Kaiserschnitten? Hat man dann auch die Frage, die ja jetzt verstärkt auftreten? Ja, das ist ein richtiges Thema. Ja. Gesellschaftliches Gesellschaftlich, Thema. Das wird die Gesellschaft verändern. Mhm. Ja? Ja. Schneller und mehr als man denkt. Ja. Wenn ja. man sich nicht mehr da durchschaffen muss, durch diesen Engpass. Mhm. Ja? Was ja im Grunde genommen auch eine Verbindung, nicht nur vom biologischen her, dass es für diesen Fötus sehr gut ist, sondern auch die Verbindung zwischen Mutter und diesem Fötus ist, sich durch wen Hilfe der Mutter und dieser Fötus, indem er sich
dreht und in diesen Geburtskanal wirklich hineingeht und abstoßen muss und wirklich dann dementsprechend in eine Welt hinauskommen muss. So, es ist durch den Kaiserschnitt, ein Notkaiserschnitt ist was anderes wie ein geplanter Kaiserschnitt. Ein Notkaiserschnitt ist wirklich ein Notkaiserschnitt, weil nicht die Möglichkeit besteht oder der Muttermund sich nicht öffnet oder was immer die Thematik ist oder die Nabelschnur um den Hals. Aber wenn ein Kaiserschnitt geplant ist, heißt es ja, dass dieser Fötus mit der Mutter gar nicht diese Verbindung aufnehmen kann, dass wir auf die Welt zusammenkommen dürfen, durch die Wehen und auch, wie gesagt, durch dieses Hindurchzwängen müssen. Ja, also der richtige Zeitpunkt wird nicht gemeinsam herausgefunden. Ja, ja. Ne? Vor allem auch von dem Fötus her, ich komme auf die Welt am so und so vielten, sondern es wird dementsprechend forciert oder Wehenhämmer gegeben und oder aufgehalten oder was immer nun sein sollte. Beobachtet ihr auch, dass diese Kinder nicht so starke Kinder sind oder Menschen dann? Nein. Weil ich denke mal, das ist ein bisschen auch, als würde man dem Schmetterling die Puppe aufschneiden. Der kann dann nicht fliegen, weil er die Kraft nicht so richtig entwickelt. Die entwickelt er durch das, dass er die Puppe das aufsprengt oder so. Ich möchte mal eins dazu sagen, so wie jemand auf die Welt kommt, ist eine Generalisierung, dass ich sage, nur wenn jetzt jemand ein Kaiserschnitt ist, dann passiert das und das unheimlich schwierig. Es ist eine Situation, die erlebt wurde von dem Fötus. Ein Eingriff von außen, ein rascher Übergang von einer Welt in die andere, zumeist oder sehr häufig eben durch Traumatisierung auch der Mutter. Da gibt es sehr viele Filme darüber, wo der Arzt über die Mutter entscheidet. Ja? Das heißt, da kommen so viele Ebenen zusammen und die Erfahrung des Babys ist wieder ganz individuell. Ja, ja, also logisch. Ich würde hier nicht irgendwas drüber stülpen und sagen, weil ein Kaiserschnitt ist das oder das. Dass aber der Eingriff von außen stattgefunden hat, dass keine Zeit der Mutter und dem Kind gegeben wurde, ja, sich darauf einzustellen meistens, weil entweder Notkaiserschnitt war oder geplanter Kaiserschnitt, das sind die Faktoren, die ganz tief natürlich etwas auslösen in dem Baby. Und was aber das jetzt das ist, ob das jetzt kraftraubend ist oder der Mensch stolpert prinzipiell überall hinein, in Situationen, platzt er hinein, so da bin ich, ja. Also da können so viele Strategien sich daraus entwickeln, dass ich jetzt keine einzig allein gültige Strategie sehen kann. Aber was ich noch sagen wollte zu Kaiserschnitten, nur um ein paar Zahlen auch mal zu belegen, im Wiener AKH sind mittlerweile 44% der Geburten Kaiserschnitte. Und der Leiter der Geburtenstation ist ein bekennender Gegner von Vaginalgeburten. Ein bekennender Gegner. Ja? Also er sagt auch ganz offiziell, Vaginalgeburten haben ausgedient, die Zukunft ist Kaiserschnitt. Und wenn man sich das anhört und anschaut, das ist schon etwas für uns auch Erschreckendes, ja? Die eher Naturgeburten forcieren, denn es gibt zu diesem Trend der Kaiserschnitte, weil es scheinbar bequemer ist, ein kurzer kleiner Schnitt, die Frauen in der Bikinizone, man sieht nichts, sie glauben, sie haben keine Schmerzen. Da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, wenn ich darf. Das erste ist, dass überhaupt, dass eine gesellschaftliche Programmierung ist, Geburt und Schmerz miteinander zu verbinden. Denn es gibt die sogenannte Lotusgeburt, die vorbereitet, dass die Geburt an sich eine absolut ekstatische Erfahrung im Leben einer Frau sein kann. Und im Grunde Frauen, die diese Geburten vollzogen haben, mit dem Schmerz sich so hingegeben haben, dass sie es nicht als Schmerz empfinden, sondern als Transformation zu dieser urweiblichen Kraft, die in uns Frauen auch allen steckt, ja, dass sie die Kraft eröffnet haben und mit dem Kind gemeinsam die Geburt in Form so einer spiralförmigen Dynamik, beschreiben sie es, ja, dieses Baby auf die Welt gebracht haben. Das heißt, es ist eine ganz andere Sicht und Erlebnis einer Geburt von Frau und Kind. Nur bis jetzt wird es uns ja auch gesellschaftlich nur so verankert, Geburt tut weh. Ja? Geburt ist Stress, Geburt ist Trauma. Ist gefährlich, aber muss im Krankenhaus passieren. Genau,
Aber es gibt auch eine andere Ebene. Danke, das ist, also hier könnte man eine ganze Sendung für sich aufmachen an dem Thema. Ja. Da geht es um das mechanische Weltbild, Menschenbild und wie das absolut. Also forciert wird. Wer kam auf die Idee, die Frauen bei der Geburt auf den Rücken zu legen? Das muss man sich ja mal fragen. Es ist ja Unsinn, hoch drei. Ja? Wie der hilflose Käfer liegt an der Frau da. Ja, genau. Ne, das würde sie von sich aus nicht machen, aber dann wird das im Krankenhaus mit Männern gesteuert und so weiter. Da können wir ganze Sendung machen. Was nicht heißt... Ich glaube, da spielen die Außerirdischen auch noch. Also die Digitalisierung unserer Gesellschaft allein schon und dann auch künstliche Intelligenz. Ja. Ja, genau. Solche Sachen spielen eine Rolle mit, weil tatsächlich ich auch genauso empfindsame Männer wahrnehme. Also das ist nicht so. Das geht nicht gegen Männer. Nein, das will ich nicht falsch verstanden wissen. Aber diese Strukturierung der Medizin hat etwas, die entgegen diesem natürlichen Kreislauf geht und machen dann unnatürliche Sachen auch für die Frauen. Wirklich kommen sie nicht in die Selbsthilfe, kommen auch in ihre Ohnmacht hinein und erleben dann einen doppelten Schmerz durch die Ohnmacht, weil sie gar nicht sich selber raushelfen können. Das ist ein Prozess. Ja. Und für den Fötus heißt es, ich bin ohnmächtig, ich darf nicht bestimmen, wie mein Leben sein darf. Und sehr oft, die kommen gar nicht an in der Welt, sondern die werden rausgerissen aus ihrer Sicherheit, aus dieser Wärme, aus dieser dunklen, ich fühle mich wohl, für mich wird gesorgt und dann bin ich plötzlich in der Welt, die kalt ist, ich werde gemessen, ich werde gestochen. Ich werde weggenommen von meiner Mutter. Und die Mutter als solches hat ja auch Schmerzen. Nicht nur ein PDA, also wie gesagt, ein Kreuzstich oder was sie immer nun haben sollte, um den Kaiserschnitt zu machen, sondern auch die Schmerzen, weil ja genäht wurde. So. Ja. Zuvorhin wollte ich noch sagen, das hat mich total stark an das Gendering, das da immer mehr da schon forciert wird mit Geschlechtsgleichheit. Und ohne Geschlecht. In dem Sinn, oder? Ja, oder du kannst es aussuchen, was für Geschlecht du bist. Ja. Und im Prinzip soll das ja eventuell auch in die Richtung gehen, dass man eben nicht mehr selber Kinder zeugt, sondern eben das dann künstlich... Künstlichen Befruchtungen. Genau, dass man... Da sind wir auf dem Weg. Das erinnert mich eigentlich an das, dass auch der Kaiserschnitt auch in die Richtung geht, nicht mehr natürlich Kinder kriegen und dann vielleicht gar nicht mehr Kinder kriegen wollen, weil das Gendering will ja im Prinzip darauf hinführen, dass man die Kinder künstlich erzeugt. So habe ich das verstanden. Was man halt eben tatsächlich auch sieht, ist, ich habe in meiner Phase, wo ich die Kinder bekommen habe, gab es keine Hausgeburten mehr. Und obwohl ich selber ja Hausgeburt bin, gab es die nicht mehr. Wir sind schon wieder weiter. Es gibt schon wieder Hausgeburten. Ich sehe, dass genau trotzdem dieser eine Weg zwar da ist, aber durchaus auch die andere Seite nicht mehr ganz auf dem Nullpunkt war. Die war auf dem Nullpunkt damals, absolut. Es gab keine Hebamme mit Hausgeburt. Das konnte man nicht wählen. Es gab keine. Und da sind wir jetzt schon wieder ein Stückchen weiter. Ja, es gibt jetzt überhaupt schon eine große Wende wieder, schon die letzten Jahre, wo die Babys zumindest sofort mal auf die Brust wieder der Mutter gelegt werden, wo die Nabelschnur zumindest mal eine halbe Stunde, Stunde auspulsieren darf. Ja. Rooming in. Also da gibt es schon Bewusstseinsschritte, das kann man schon beobachten. Ja. Absolut. Es gibt halt so ein bisschen zwei Richtungen. Das eine ist eben diese fast ein bisschen Hardliner-Einstellung von Mediziner, die eben das Kind an sich, das Baby, noch nicht als bewusstes Wesen wahrnehmen wollen. Punkt. Und dann gibt es ja immer mehr Mediziner auch schon und auch Hebammen, die mittlerweile eben dieses Dreierspiel Mutter, Vater, Kind in der Geburt mit einbeziehen und der Mutter vielleicht auch mehr Zeit lassen, um Verbindung mit dem Kind aufzunehmen, also wenn es kein Notkaiserschnitt ist, muss ich sagen, um vorher mit dem Kind eine Verbindung aufzunehmen, um zu sagen, was jetzt passiert ist, ist alles in Ordnung und ja, dann passiert ja auch ein Kaiserschnitt nicht in diesem Stress, nicht in diesem unheimlichen, oh mein Gott, was ist jetzt los und ich werde einfach rausgerissen. Also es geht ganz viel um Bewusstsein und Verbindung. Also es passieren schon zwei so Richtungen. Es ist nur sehr erschreckend, wenn du hörst, dass in einem Krankenhaus 44% Kaiserschnitte sind und die Grenze im Grunde wäre, ich glaube, um die 20%. Ja? Also da ist schon weit drüber. Also das ist natürlich, wo man sagt, aber in Deutschland ist das auch zunehmend mit Kaiserschnitten. Ja. Also das ist jetzt kein österreichisches Phänomen und auch kein Wiener Phänomen, glaube ich. Ja. Aber man merkt halt eben so in bestimmten Krankenhäusern, wenn jemand so ganz dafür ist, dann wird die Prozentzahlen etwas höher. Genau. Aber sie sind auch bei uns steigend in Deutschland, kann man sagen.
Also bei der Geburt gibt es ja noch mehr Sachen. Wenn es halt eben Probleme, da ist ja unendlich viele Möglichkeiten, wenn das Kind stecken bleibt, bei der Geburtsgalle halt so eng ist, weil es den Nabelschnur um den Hals hat oder sonstige Dinge, weil es verkehrt herum liegt. Genau. Mal wird es gedreht, die anderen können das überhaupt nicht, dann muss es links rumkommen, wenn es nicht rausgeschnitten wird. Also es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten da und Varianten, aber man kann sich vorstellen, wie gut es ist, dort mal einzutauchen in die Thematik, sich selber da klarer zu werden, weil die Erfahrung prägt im Übergang. Ja. Jetzt kommt es nach der Geburt, das Annehmen. Mhm. Wo es steckt hier? Mhm. Was ist da der Moment, der bei euch, wenn ihr Seminar macht, betrachtet wird? Liebevoll angenommen zu werden, was die Renate schon gerade gesagt hat, dass, wie gesagt, die Nabelschnur nicht sofort abgeschnitten wird. Wir reden jetzt von der Geburt, wie sie biologisch sein soll. Mhm. Ja, ja, okay. Dass die Nabelschnur nicht so schnell abgeschnitten wird, dass, wie gesagt, die Möglichkeit ist, dass es zu Ende ist, dass die Lungen sich entwickeln dürfen, das bei der Mutter zu sein, dass der Herzschlag noch gehört wird und langsam in dieser Welt nun aufgenommen werden. Nicht gleich weggenommen, wie man es ja früher gemacht hat und, wie gesagt, gewogen und es ist kalt und die hellen Lichter sind in dem Operationsraum etc. etc. So. Mhm. Genau, der berühmte Klaps auf dem Po. Gewaschen werden, damit das Blut weg ist. Genau. Und der Schrein, das muss sofort weg. Muss das schreien? Ich habe da auch mal gehört, dass das unterschiedlich ist, also dass es nur schreit, weil sofort die Nabelschnur geschnitten wird, dass es deswegen schreit. Also ich bin keine Medizinerin. Ich kann es dir jetzt nicht medizinisch sagen, ob ein Kind schreien muss. Wir wissen aus natürlichen Geburtsszenarien, wo Frauen eben Wassergeburten gemacht haben, dass die Babys, und das sieht man, wir haben einen Film beim Seminar, sogar mit einem Lächeln auf die Welt kommen. Also völlig leise und ruhig. Ich kann nur sagen, ich weiß es jetzt nicht aus medizinischer Sicht, aber nein, das Kind muss nicht schreien. Ja? Aber natürlich holt es Luft um diese Lungen dann jetzt mal, genau, damit die Funktion, Tätigkeit in Gange kommt, kann ich das durchaus sehen, wobei Schreien ja nicht unbedingt etwas Negatives ist. Es ist nur so, ich möchte nur hier den Bogen kurz zum Seminar spannen, denn was wir beim Seminar schon zum Schluss machen, wir überschreiben diese Ersterfahrung, gerade in unserer Generation. Ja? Die Kinder jetzt machen oft schon eine andere zentrale Grunderfahrung nach der Geburt. Aber viele in unserem Alter oder noch älter war das erste weg von der Mutter, gewaschen, dieses und jenes. Ja? Und wir nähern uns in diesem Seminar, das heißt, wir stellen schon Situationen nach, wo die Menschen diese erste zentrale Erfahrung, diese großen Defizite, Sehnsüchte, die in uns entstanden sind, genährt werden können, sodass wir überhaupt einmal erleben dürfen, was bedeutet es, willkommen zu sein? Was bedeutet es, in meinem tiefsten, in meinem Urgefühl Vertrauen und Geborgenheit zu erfahren? Nicht im Kopf, sondern in uns. Ja, ja, das heißt, ihr macht dann auch Übungen zum Nacherleben, dass man das auch mal erfährt und dann kann das als letzte Erfahrung stehen oder sich mit dem verbinden und dann kann es das auch ein Stückchen heilen. Das ist fast wie Samen, den du in die Erde setzt, in dein innerstes Bewusstsein und aus diesem Samen heraus erwächst dann über die Zeit mehr Vertrauen, mehr Geborgenheit, mehr Sicherheit, mehr Ressourcen, wie du mit Situationen umgehst und dann darf die Transformation passieren. Ja. Geht mit Sicherheit auch noch ein Thema, nicht nur im biologischen Bereich, sondern wenn zum Beispiel Kinder, so Hoppla-Kinder sind, Überraschungskinder und merkt dann vielleicht die Mutter oder Vater auch so Nöte hatten, wie kriegen wir Sorgen und wenn das Kind da ist, merken sie, ist alle Probleme weg. Sie können das ganz frei annehmen und freuen sich, dass es da ist. Also dieser Moment, ob das dann angenommen werden kann oder nicht, kann auch sehr viel wettmachen zu Überraschungsmomenten, die vorher waren, im positiven Sinne. Ja. Also wir sind definitiv nicht Opfer unserer Umstände, wie wir gezeugt, ausgetragen und geboren worden sind. Wir sind nur so lange Opfer, solange wir mit unserem Bewusstsein nicht dort waren und das nicht in uns eröffnet haben, diesen Raum. Ja. Denn wir haben die Möglichkeit, und das ist das Schöne, wir sind so machtvoll, wir können das verändern. Ja? Wir können diese zentralen Erfahrungen in uns, wenn man so schön sagt, heilen. Ja? Um wirklich dann, und so sehe ich das in unserer Spiritualität, auch wirklich wachsen zu können. Denn solange ich meine Beine in dem Sumpf habe, tue ich mir sehr schwer, nach oben zu wachsen. Ja? Ich würde das Menschwerdung nennen. Ja, genau.
Das ist schön. Ich wäre froh, wenn das die Gebietskrankenkasse zahlen würde, diese Einswertung. Ja. Ja. Jetzt, ich mache jetzt nochmal Sprung zurück. Jetzt gehen wir nochmal auf das Thema Zwillinge zurück. Mhm. Also, es gibt ja irgendwo ein ganz bestimmter Bereich, dass man bei Traumatisierten oder Menschen, die sich emotional sehr schwer tun im Leben, immer mehr Therapieformen auch drauf kommen, da fehlt der Zwilling. Mhm. Aber die Mutter wusste nichts davon und keiner wusste was davon, dass ein Zwilling da war. Kennt ihr dieses Thema auch? Ja. Gibt es auch da Forschung, wie viele Zwillinge tatsächlich zustande kommen? Ist das viel häufiger, als man denkt? Müsste man ja dann von ausgehen? Gibt es da Zahlen zu? Es gibt Forscher, die eine Theorie aufstellen, die sagen, jeder hatte einen Zwilling. Mhm. Das ist so in der Art die Seele, die uns begleitet in unserem Verdichtungsprozess, um auf diese Erde zu kommen und verlassen dann den zweiten, sage ich, und gehen wieder zurück in die sogenannte Heimat. Das ist eine Theorie. Dann gibt es Forschungen, die besagen, aufgrund dieser neuen Techniken, dass wir so früh schon Ultraschall und alles machen können, erkennt man das jetzt ja auch viel schneller, dass jede vierte oder siebte Schwangerschaft eine Zwillingsschwangerschaft am Anfang ist, wobei die meisten Zwillinge bis zur fünften Woche abgehen und die wenigeren länger bleiben. Ja. Da gibt es dann natürlich große Unterschiede. Denn, und das muss ich auch sagen, das wäre wieder ein eigenes Thema für eine eigene Sendung, ein verlorener Zwilling, das ist wirklich, also das würde ist... Würde ich gerne mal als eigene Sendung machen, ja, weil das ist so ein großes Thema, glaube ich. Das ist ein Riesenthema. Ja. Das hier jetzt wirklich nur ganz kurz gesagt, das ist ein großes Thema für viele Menschen. Es entwickeln sich durch den verlorenen Zwilling ganz häufig unstillbare Sehnsüchte von Menschen, die nicht verstehen ihr ganzes Leben lang, warum sie so ein inneres nicht satt werden, erleben, in Beziehungen sich immer einsam fühlen, die können das nicht füllen, diese Lücke, erst wenn sie zu dieser Urerfahrung gekommen sind. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ein anderes Thema fast der ganzen Geschichte. Ja. Also ich sehe das auch, dass wir das heute vom Raum her zeitlich nicht reinbekommen. Das macht aber nichts. Ich würde jetzt schon denken, wir machen uns schon einen Termin nächstes Jahr. Also ich habe dort auch nicht jetzt aus meiner Perspektive, sondern an Beobachtungen, wenn Menschen oder Kinder so früh eine Ganzkörperneurodermitis bekommen, weil Neurodermitis ein Trennungskonflikt ist, der nicht verarbeitet wird. Und dadurch habe ich dann Hinweise bekommen, das kann mit einem verlorenen Zwilling zusammenhängen. Und tatsächlich, wenn man so einen Menschen länger mitbekommt über Jahre, wie viel der gebraucht hat, er sagte nachher, der hat fast 40 Jahre gebraucht, bis er alleine klar kam im Leben. So hat er selber ausgedrückt, ohne dass er etwas von diesem Ansatz wusste, dass so Ganzkörperneurodermitis mit einem verlorenen Zwilling zusammenhängen kann. Und das würde sich von dem Verhalten her passen, aber ich glaube, das ist ein Thema, wenn man die Auswirkungen oder vielleicht auch Symptome, die dadurch kommen, dass man da sich besser zurechtfindet, vielleicht auch für sich da Wege findet, könnte eine ganze Sendung ausmachen. Also das würden wir uns nochmal vornehmen, der verlorene Zwilling, dass wir das eben nochmal genauer anschauen. Und dann kann man vielleicht ja auch auf diesen anderen Aspekt auch nochmal ein bisschen hinschauen, und von der anderen Seite. Und Kleinkinder ja im Grunde genommen oder von klein auf zum Beispiel irgendein Teddybär haben, den sie immer dabei haben müssen und immer mitschleppen müssen, ganz egal, wie alt sie werden, bis sie irgendwann mal in Teenagerzeit wirklich davon sich befreien können. Das klappt doch heutzutage noch nicht mal da immer. Also ich habe eine Zugfahrt im Bewusstsein, so ein großes rosa Plüschteil. Wir mussten den Zug stehen lassen wegen Defekt und mussten in einen anderen vollen Zug rüber und unserer war recht voll. Da war ein Mädel, ich glaube, die war noch vielleicht gerade 20, die musste mit dem dicken Vieh laufen und das hat wirklich nicht reingepasst und den Koffer. Sie konnte es nicht loslassen, das Ding musste mit. Ja, und hat kaum ein Verständnis für gehabt im Zug dafür. Sie musste mit dem Ding laufen. Ja, weil das bewusst so weg von den Menschen, der verlorene Zwilling. Wenn man das weiß, dann kann man das Mädchen auch anders anschauen. Und ich denke, die hat jetzt nur einen Knall, sondern da ist etwas Emotionales. Das passte tatsächlich auch dazu. Auch von den Eltern her, dass es akzeptiert wird, dass dieses kleine Wesen nun ein anderes noch haben muss und es dementsprechend auch immer wieder in einer anderen Größe kauft und weiter sich entwickeln lässt, bis irgendwann die Zeit so reif ist, um zu sagen, es ist in Ordnung. Ich brauche es nicht mehr. Also das finde ich sehr schön. Da könnte ich jetzt direkt weiterfragen, aber das machen wir nicht.
Ja. Die Größe des Objektes, die spielt wahrscheinlich auch noch eine Rolle. Da kann man sehr schön rein. Ich möchte, dass ihr noch etwas zu euren Seminaren sagt. Was bewirkt es beim Teilnehmer auch? Der wird stärker, der bleibt nicht mehr in seiner Ohnmacht, sondern er integriert es und kann auch neue Punkte, erkennt sich mehr Mensch, mehr Bewusstsein und weil er kann von da aus mehr Möglichkeiten auch Neues machen und ist nicht mehr den Zwang, immer noch diese alte Erfahrung zu wiederholen. Ja. Sehr gut, dann haben wir es gut zusammengefasst. Sehr gut. Super, genau so. Und auch Krankheiten können sich vermutlich auch verändern oder lösen. Ja. Aber wie gesagt, es wäre jetzt noch die Frage, wenn man wirklich Interesse hätte dafür, wie findet man euch? Also wir haben eine Homepage, www.atme-dich-frei.at. Wir machen verschiedenste Seminare im Thema Pränatal Geburt, verschiedene Themen, inneres Kind, Weiblichkeit, alles mit der Basis des Atems, des bewussten verbundenen Atems und verschiedene Atemtechniken. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke auch für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Ja. Genau. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen geben oder ihr könnt auch abonnieren und dann nicht vergessen, die Glocke auch zu klingeln, sonst kriegt man keine Abo-Nachricht. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Sendung weiterguckt oder in unserem Kanal weiterbleibt. Wir verabschieden uns für heute. Tschüss, Manu. Klaus, adieu. Pato. Baby. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Kosmo Radio Café. Bewusstsein. Kosmo Radio Café. Neue Zeit. Kosmo Radio Café.